Heute geht es um die Börse von einem Land, das reich ist, das erfolgreich ist, das hervorragende Unternehmen hat und wo der Aktienmarkt aber trotzdem sehr niedrig bewertet ist. Ist es eine Chance für die nächsten Jahre? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ein sehr guter Bekannter hat mir erzählt, er hat hier neulich ein Video gesehen, er weiß nur leider nicht, von wem es gewesen ist. Und da ging es darum, wie man günstige Aktien findet. Also der YouTuber, der hat dann eben so einen Screener gehabt, da hat er dann eingegeben, KGV darf höchstens so und so hoch sein und Kurs-Buchwert-Verhältnis höchstens so und so hoch. Und dann hat der die Aktien eben ausgespuckt und dann hieß es aber, ah okay, das meiste sind jetzt hier Aktien aus Asien, die filtern wir auch noch raus. So macht man das, so findet man günstige Aktien, indem man die Region, wo es die meisten davon gibt, rausfiltert. Obwohl Asien der Kontinent ist mit den höchsten Wachstumsraten, gibt es da viele Aktien mit niedrigen Bewertungen, vor allem in der zweiten Reihe. Und natürlich ist nicht alles günstig in Asien und manches, das günstig ist, das ist auch zu Recht günstig vielleicht. Aber wir schauen uns heute ein Land an, wo auch die meisten Blue Chips günstig bewertet sind gerade und das darum natürlich auch im Verdacht steht, dass der Aktienmarkt da jetzt unterbewertet sein könnte, nämlich Südkorea. Südkorea. Es ist eine von den ganz großen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten in Asien. Ein erfolgreicher Tigerstaat und für viele andere Länder auch ein großes Vorbild. Dabei lief es erstmal gar nicht so gut mit Korea in der Geschichte. Es ist 1910 besetzt worden von Japan und von denen ausgeplündert worden. Im Zweiten Weltkrieg ist es dann befreit worden, aber dann ist der Koreakrieg gekommen von 1950 bis 1953. Seitdem ist das Land auch geteilt. Und Südkorea, das war danach auch ausgeblutet wirklich und bettelarm. Und umso erstaunlicher dann aber der Aufstieg. Heute ist es ein reiches Land, ein modernes Land mit einem Durchschnittseinkommen von 35.000 Dollar pro Jahr, mit einem hervorragenden Gesundheitssystem, ein Land, das extrem viel investiert auch in Wissenschaft und Forschung. Der Anteil von den Forschungsinvestitionen zum Bruttoinlandsprodukt ist der zweithöchste der Welt. Nur in Israel ist er noch höher. Das ist aber auch viel kleiner natürlich, Israel. Südkorea ist also ein Technologieland, es ist auch ein Exportland, ähnlich wie Deutschland. Es hat auch ähnlich wie Deutschland kaum Rohstoffe. Was man aber auch nicht vergessen darf, alles was da rein und raus geht, das geht über den Schiffsweg oder über den Luftweg. Es ist eine Halbinsel zwar nur, aber es ist von China und vom übrigen Festland abgetrennt durch Nordkorea und die sind sicher Spinnefeind. Aber trotzdem eine Erfolgsstory. Nur an der Börse, da hat man davon nicht so viel gemerkt in letzter Zeit. Das ist der MSCI Korea Index in Dollar die letzten 10 Jahre. Wir haben da eine relativ hohe Schwankungsbreite und jetzt ist er aber eben wieder unten. Und dadurch ist der Index in diesen 10 Jahren insgesamt nur um 14% gestiegen, also fast nichts. Vor allem, wenn man es vergleicht mit dem MSCI World Index, der natürlich stark dominiert wird von US-Aktien. Aber der ist in der gleichen Zeit um 89% gestiegen. Und es hat dann zwar schon immer wieder so Versuche gegeben, da aufzuschließen. Es hat eine Aufholjagd gegeben von 2016 bis 2018 und dann nochmal in der Corona-Rallye 2021. Aber beide Male hat es nicht gehalten. Und durch die Underperformance dieses Jahr, da ist der Markt eben wieder niedrig bewertet. Der MSCI Korea Index hat jetzt nur noch einen Durchschnitts-KGV von ungefähr 9,5, also deutlich niedriger als bei uns und sogar weniger als die Hälfte nur vom MSCI USA und ist damit auch eine der am niedrigsten bewerteten Börsen in Asien. Es gibt ein paar Börsen da, die noch niedriger bewertet sind. Sri Lanka zum Beispiel oder Pakistan. Es sind aber natürlich Länder, die nicht besonders viel beachtet werden von den internationalen Investoren und die auch gerade in schweren Krisen stecken.
Und abgesehen davon notiert der MSCI Korea Index zurzeit aber sogar auch unter Buchwert mit einem KBV von ungefähr 0,95. Also nicht einzelne Aktien, sondern der komplette Markt von einem reichen, modernen, stabilen Land notiert unter Buchwert. Ist es eine Unterbewertung oder stimmt irgendwas nicht mit Korea? Ein Grund kann natürlich die Zusammensetzung sein. Das sind die Top 10 Aktien aus dem Index Stand Ende März. Und da sehen wir eins gleich: Es gibt eine Aktie, die überragt alle anderen. Samsung Electronics. Wir haben sie auf Platz 1 mit einer Gewichtung von 30% und wir haben sie dann aber nochmal auf Platz 3, die Vorzugsaktie, mit nochmal 4,4%. Also insgesamt fast 35% Samsung. Und dann auf Platz 2, da ist dann noch ein Halbleiterhersteller, nämlich SK Hynix. Und beide Aktien hat es ziemlich schwer erwischt, weil wir jetzt nach der Corona-Krise plötzlich wieder eine sehr schwache Nachfrage haben nach Konsum, Elektronik und nach Halbleiter. Wir haben aber auch andere Aktien dabei, zum Beispiel Samsung SDI und LG Chem aus dem Bereich Batterien, Elektroauto-Akkus, sonstige Chemie. Das sind Aktien, die gut gelaufen sind und bekannt ist auch POSCO, die sind sehr gut gelaufen. Hyundai Motor, die waren eher so lala, aber die ziehen jetzt wieder an. Und ein Teil von den Aktien, die kann man in Deutschland leider gar nicht handeln. Aber zu denen, die man handeln kann, dazu kriegen Sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir uns dann auch die koreanischen Einzelaktien mal genauer anschauen. Also Samsung, Samsung SDI, Hyundai, POSCO und so weiter. Wo stehen wir da im Moment? Das schaffen wir nämlich jetzt in diesem Video nicht mehr. Aber die Reports von uns, die kommen einmal die Woche und sie sind immer gratis. Ist also kein Fehler, wenn man die auch hat und Sie kriegen sie die auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Wie gesagt, der Report ist in Arbeit und kommt dann wahrscheinlich zu Ihnen am Dienstag. Okay, was könnte noch ein Problem sein von koreanischen Aktien? Man spricht nämlich schon seit Jahren von einem Korea-Discount, vom Korea-Abschlag. Und das hat viel damit zu tun, dass Korea so schnell ein Industrieland geworden ist durch die sogenannten Chaebols. Das sind die riesigen Konglomerate und die sind auch massiv gefördert worden und die sind immer noch sehr, sehr mächtig. Das ist die Samsung-Gruppe zum Beispiel, die LG-Gruppe, die Hyundai-Gruppe und so weiter. Und die Firmen, die börsennotiert sind, das sind meistens nur die Tochtergesellschaften, die werden aber von den Chaebols noch kontrolliert und die Töchter sind untereinander wiederum verflochten miteinander und alle anderen Aktionäre haben eben nicht viel zu melden da. Und das ist einem als Kleinanleger vielleicht egal, aber die großen Institutionellen, die käst das langsam schon ein bisschen an. 2015 gab es auch einen Großangriff von Elliott Management aus den USA auf Samsung. Das ist gescheitert, dass sie da mehr Rechte durchsetzen wollten. Aber es gibt jetzt immer mehr aktivistische Fonds aus Korea auch, die fordern auch, entflechtet euch jetzt endlich mal, hebt endlich die Werte, die da verborgen sind und schüttet auch mal ein bisschen was aus. Weil das ist auch ein Problem. Die Chaebol-Familien, die stehen ja immer auf dem Stand. Punkt. Dividenden, wozu das denn? Wir brauchen das Geld selber. Und darum haben wir zwar beim MSCI Korea Index eine niedrige Bewertung, aber wir haben trotzdem nur eine Dividendenrendite von 2,2% auch. Aber wie gesagt, der Druck nimmt da jetzt zu. Und das ist schon eine ganz interessante Entwicklung. Und Korea soll überhaupt auch anlegerfreundlicher werden. Man will Registrierungspflichten lockern und Meldepflichten, die es den Auslandsanlegern bis jetzt immer noch ziemlich schwer machen. Und ab 2024, da sollen auch alle gelisteten Unternehmen auch verpflichtet werden, dass sie endlich auch englischsprachige Berichte vorlegen, was natürlich auch ein Riesenfortschritt wäre dann. Und warum macht man das?
weil man aufsteigen will beim Indexanbieter MSCI von einem Schwellenland im Emerging Markets Index zu einem entwickelten Land. Und dann würde man auch in den großen Indizes da stärker abgebildet werden. Darüber wird gerade verhandelt und das wäre natürlich auch ein großer Durchbruch. Ob diese ganze Trennung Schwellenländer, entwickelte Länder, ob das überhaupt sinnvoll ist, ist sowieso die Frage. Also ist China noch ein Schwellenland? Ist Singapur ein Schwellenland? Ist Tschechien noch ein Schwellenland? Eigentlich wäre es ja egal, aber am Finanzmarkt spielt da die Einstufung eben schon noch eine Riesenrolle. Und dann gibt es noch was, was bei Korea eine große Rolle spielt, nämlich internationale Politik. Wir haben immer noch den Konflikt Nordkorea-Südkorea. Er ist potenziell tödlich auf der einen Seite, aber man hat auf der anderen Seite sich jetzt auch sehr dran gewöhnt, natürlich auch schon. Also Nordkorea zündet immer wieder mal eine Atombombe, die Welt schreit kurz auf, der Kospi fällt um 0,5% und dann vergisst man es gleich wieder. Und ganz kurz sah es ja so aus, als würde sich das alles ändern. Sie erinnern sich, Donald Trump und Kim Jong-un. Erst haben sie sich die gegenseitige totale Vernichtung angedroht und dann waren sie aber plötzlich die besten Freunde. Aber irgendwann war Kim Kardashian dann wieder interessanter als Kim Jong-un. Nein, Scherz beiseite, das Ganze war sehr spannend. Es hätte auch was werden können. Aber die USA, die waren komplett fixiert auf das nordkoreanische Atomprogramm. Das hätten die aufgeben sollen. Und das ist natürlich genau das, was die Nordkoreaner als letztes aufgeben würden, weil das ist ja ein Nationalheiligtum und auch die Lebensversicherung von denen. Und darum ist es dann im Sande verlaufen und die Bestätigung, die schlussendliche, das war dann, als 2020 an der Grenze Nordkorea dann das gemeinsame Verbindungsbüro gesprengt hat. Ein ganz dezenter Hinweis darauf, dass man mit der Gesamtsituation irgendwie doch unzufrieden ist. Und zusätzlich dazu gibt es jetzt aber noch einen Konflikt, nämlich der Konflikt USA gegen China, der jetzt auch immer schärfer wird. Und Südkorea steht da ziemlich blöd mittendrin. Auf der einen Seite orientieren sie sich politisch an den USA und brauchen die auch als Schutzmacht. Und der koreanische Präsident ist auch gerade in den USA. Und kurz vorher war Annalena Baerbock in Seoul und hat gesagt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir als Partner fest an eurer Seite stehen. Also Südkorea hat jetzt auch neue Dudes-Freunde. Und sie sind im westlichen Lager, aber auf der anderen Seite ist China der mit Abstand wichtigste Handelspartner. Und es gibt da jetzt auch eine ganz scharfe Debatte drüber, anders als bei uns, ob das wirklich alles so gut ist für die eigenen Interessen. Dass man mit den USA verbündet ist, das wird nicht hinterfragt, das ist klar. Aber ob man bei der Zuspitzung dieses Konflikts durch die USA, ob man sich da wirklich vor deren Karren spannen lassen soll, weil die USA, die setzen Korea jetzt nämlich auch ganz schön unter Druck. SK Hynix zum Beispiel, die produzieren 50% von ihren Speicherchips in China. Und die werden jetzt aber auch wegen der amerikanischen Halbleitersanktionen nicht mehr beliefert, da mit Maschinen für die Chipproduktion. Und anscheinend üben die USA jetzt auch verstärkt Druck aus auf Samsung und auf Hynix, dass sie auch ihre chinesischen Kunden nicht mehr beliefern sollen. Und auf der anderen Seite werden aber die koreanischen Unternehmen auch in den USA stark benachteiligt, jetzt durch den Inflation Reduction Act, wo ja alles, was subventioniert wird, in den USA produziert werden muss. Es ist also eine dumme Situation. Aber sie ist auch nicht ganz ohne Chancen. Wenn Korea es schafft, dass sie sich da halbwegs raushalten aus dem Ganzen, dass sie da halbwegs lavieren, dann können sie von diesem chinesisch-amerikanischen Konflikt auch profitieren. Es gibt zum Beispiel eine Prognose vom Technologieforschungsunternehmen TrendForce, dass dadurch, dass die USA die chinesische Halbleiterindustrie so schwächen, dass dadurch der Weltmarktanteil von den koreanischen Herstellern wieder steigen kann. Das ist die Prognose von der Seite von Bloomberg. In dem Fall geht es um die NAND-Flash-Speicher.
Korea, das ist die weiße Linie, das war da absolut führend. Dann sind neue Anbieter aus China gekommen, die blaue Linie, haben denen jetzt Marktanteile weggenommen. Aber dadurch, dass die chinesischen Anbieter jetzt so stark geschädigt werden und boykottiert werden, dadurch soll der koreanische Anteil jetzt wieder stark steigen. Und das ist ein Effekt, der könnte meiner Meinung nach nicht nur für Halbleiter gelten, sondern der könnte sich irgendwann auch mal ausweiten auf den gesamten Konsumelektronikbereich. Wie auch immer, das war jetzt alles nur ganz kurz angeschnitten hier mit Korea. Ich glaube, man hat sehen können, es gibt Gründe, warum koreanische Aktien Underperformer waren. Aber es gibt eben auch gute Gründe, warum man sie jetzt wieder interessant finden kann. Die Bewertungen, die Lockerungen der Regulierungen, dann die Indexfantasie mit MSCI, aber einfach auch die Tatsache, dass Südkorea natürlich auch ein paar Probleme hat, wie die meisten anderen Länder auch, aber dass es immer noch ein stabiles Land ist, ein innovatives Land mit sehr starken Unternehmen. Sodass ich denke, so eine Aufholjagd oder eine Outperformance wieder, die ist möglich, vielleicht jetzt nicht sofort, aber auf Sicht von den nächsten 3 oder 4 Jahren, spätestens dann, wenn der Halbleiterzyklus auch wieder dreht. Und was jetzt aber diese Vergleiche immer mit Deutschland betrifft, man hat ja früher immer gern gesagt, Südkorea, das sind Asiens Deutsche oder sogar sie sind Asiens Preußen. Und sie haben sich da auch immer viel für alles interessiert, was aus Deutschland kommt, deutsche Literatur, klassische Musik und so weiter. Von unserer Seite ist da aber immer wenig zurückgekommen. Und es gibt zum Beispiel den Lotte-Konzern. Das ist auch ein riesiger Schäbol. Das hier sehen wir ein Kaufhaus von denen. Die sind groß in Lebensmittel, Kaufhäuser, Hotels, Versicherungen und so weiter. Der Konzern heißt Lotte nach Charlotte aus Die Leiden des jungen Werthers, weil der Gründer so begeistert war von Goethe. Aber inzwischen ist es gar nicht mehr so schmeichelhaft für die, wenn man die immer mit Deutschland vergleicht, weil was sind die deutschen Tugenden? Pünktlichkeit, fahren Sie mal mit der Deutschen Bahn. Qualitätsbewusstsein, das ist die Qualitätsstudie von J.D. Powers. Welche Automarken haben die wenigsten Mängel, über die sich die Kunden beschweren? Auf 3 der 4 besten Plätze sind da Marken aus Korea, nämlich Kia, Hyundai und Genesis. Und die deutschen Hersteller, reden wir nicht drüber. Und dann aber noch die wichtigste deutsche Tugend, Fleiß. Ich habe letzte Woche hier ein Video gemacht über die deutsche Wettbewerbsfähigkeit. Die wird nämlich immer schlechter. Mit einem Schwerpunkt auch auf die Klimapolitik. Ein sehr umstrittenes Thema, das hat man dann auch gesehen an den Kommentaren zu dem Video. Aber eine Sache habe ich da nicht angeschnitten, das ist die Mentalität, weil das hätte dann auch den Rahmen gesprengt. Das hier, das ist das große Thema zurzeit in Korea, die 69-Stunden-Woche. Da geht es nicht um die Regelarbeitszeit, die ist bei 40 Stunden, sondern es geht um die Höchstarbeitszeit, die der Arbeitgeber verlangen kann von einem, wenn er diese Arbeitszeit dann auch wieder ausgleicht. Bis jetzt war die Grenze bei 52 Stunden, aber die Regierung will die eben anheben auf 69 Stunden. Das gefällt natürlich auch nicht jedem, ist völlig klar. Aber allein so eine Debatte wäre ja bei uns völlig undenkbar. Bei uns sieht es nämlich so aus. Seit November ist es das offiziell beschlossene Ziel der SPD, auf Antrag der Jusos, mittelfristig eine Wochenarbeitszeit einzuführen von 25 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Und das Ganze noch mit dem Slogan im Hintergrund, Deutschland packt das. Dazu kann man wirklich nur noch sagen, vergessen wir die Klimadebatte, vergessen wir auch so Themen wie Demografie oder Steuern und so weiter, weil wenn das unsere Zukunftsvision ist, dann gehen wir im Wettbewerb mit Ländern wie Korea und auch mit den meisten anderen Ländern, aber natürlich sowieso unter, und zwar mit Mann und Maus.
Aber apropos Arbeitsmoral, also am Montag, da ist ja jetzt Feiertag, 1. Mai, Tag der Arbeit, und da mache ich natürlich nichts. Also nicht wundern, wenn das nächste Video von mir dann erst am Dienstag kommt, und irgendwann müssen wir hier ja auch mal den Zukunftsmärkte-Report für Sie auch noch machen. Den kriegen Sie dann auch nächste Woche zu den koreanischen Einzelaktien, wie versprochen. Und von denen sind ja, wie gesagt, viele auch nicht mal teuer. Denken Sie dran, dass Sie sich den jetzt noch sichern auf www.zukunfts-märkte.de. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Feiertag. Bis nächste Woche. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.